1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Wir sind wieder da, ihr seid auch da, das freut mich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Und sofort geht es bei uns los und ich begrüße ganz herzlich die Anke. Und Anke ist 26 Jahre alt. Guten Morgen, Anke. Moin. Jo, moin. Weswegen rufst du mich an? In tiefer Nacht. Es geht bei mir um Eifersucht. Vielleicht kannst du mir da einen Tipp geben, was ich machen soll. Versuchen wir mal. Also, im Mai ist mein Freund mit einer anderen fremdgegangen. Mhm. Also, die haben nicht gepoppt, aber ich meine, alles andere so. Was heißt alles andere so? Ja, rumgeknutscht und so. Was heißt und so? Ja, ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Ja, also, ist nur geknutscht worden oder wurden auch diverse Geschlechtsteile angefasst? Also die haben auf einer Party geknutscht und sind dann zusammen zu ihr nach Hause. Mhm. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr Leute gepennt haben bei ihr dann in der Wohnung, das weiß ich nicht. Und also laut denen oder laut ihm irgendwie hat er nicht bei ihr im Bett geschlafen, ich weiß es aber nicht. Aha, keine Ahnung. Aber er ist auf jeden Fall mit zu ihr gegangen, hat brav auf der Couch geschlafen. Und den Rest wissen wir nicht. Nee, genau. So. Vorfrage noch, um das alles einzuordnen, wie lange seid ihr schon zusammen? Wir waren zu dem Zeitpunkt etwas über 2 Jahre zusammen. Okay, so. Jetzt erzähl weiter. Im Mai ist das passiert. Genau. Mhm. Ich habe das aber nicht von ihm erfahren. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht da. Mhm. Ich war in so einem Kurzurlaub quasi und habe das dann auf der Rückfahrt von diversen anderen Leuten durch SMS und Telefon dann erfahren. Mhm. Bin dann nach Hause gefahren und habe meine Sachen gepackt und bin halt gegangen. Habe ihm noch den Ring vor die Füße geschmissen, wir waren halt verlobt. Wie, du hast ihn nicht erstmal gefragt, stimmt das und was war da los? Nee, weil er mir das ja dann per SMS auch gesagt hat. Achso, er hat es dir per SMS, zugestanden. Ja, es ging halt irgendwie mit mehreren Leuten und ihm hin und her. Was ist denn das für eine komische Welt heutzutage? Der kommuniziert ein Liebespaar per SMS und das Resultat ist dann, dass sie den Verlobungsring hinschmeißt, ohne nochmal vernünftig miteinander geredet zu haben? Also, nee, wir haben dann noch geredet. Achso, ihr habt doch nochmal geredet. Also ja, ich habe halt meine Sachen gepackt und er meinte irgendwie, lass uns doch nochmal reden. Und ist auch gut, ich finde nicht, dass es da was zu reden gibt, aber bitte. Gut. Und du warst weg? Nee, noch nicht. Wir haben ja erst noch geredet. Naja, ist mir klar. Danach meine ich dann. Ja, dann bin ich halt sofort abgehauen und ich hatte halt das Glück, dass ich in meine alte WG unterkommen konnte. Ja, also das heißt, ihr habt schon damals zusammen gewohnt. Ja. Und du bist dann in die alte WG. Wo bist du denn heute? Immer noch in der alten WG? Ich bin immer noch in der WG, ja. Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Ja. Das, das heißt, du hast ihm vergeben. Ich habe ihm ein paar Regeln aufgestellt. Nämlich? Und an die muss er sich halten. Ja, dass er keinen Kontakt mehr zu der Frau hat. Ja. Und ich habe ihm gesagt, dass ich erstmal nicht wieder bei ihm einziehe. Mhm. Und dass er zusehen muss irgendwie, dass das Vertrauen wieder aufgebaut wird. Ja, du hast gerade gesagt, am Anfang mein Thema ist Eifersucht. Daraus schließe ich jetzt, dass du heftig von Eifersuchtsanfällen geplagt wirst. Richtig. Aufgrund dessen, was passiert ist? Genau. Mhm. Was sind das so? Beschreib mal ein bisschen deine Eifersuchtsart, wie die sich so äußert. Also das ist zum Beispiel, wenn er samstags noch arbeiten ist und also er sagt mir dann halt, was er machen muss, wie lange das ungefähr dauert und wenn es dann länger dauert, dann denke ich mir schon, na toll, jetzt ist er vielleicht doch wieder irgendwo anders und turtelt da rum, keine Ahnung. Und wenn er dann nach Hause kommt, machst du den großen Terz zu Hause? Ja, nee, ich mache nicht einen großen Terz, weil er halt 2 Kinder hat, die wohnen ja bei ihm. Ach so, aber du bist beleidigt. Genau. Ja, der Haussegen hängt auf jeden Fall schief und er merkt das schon, dass du sickig dann bist. Genau. Ja. Von wem ging eigentlich jetzt die Initiative wieder aus, wieder zueinander zu kommen?
Von dir? Von ihm. Von ihm. Und hast du gesagt, okay, mein Freund, aber nur unter diesen und diesen Bedingungen. Ja, das zog sich halt über irgendwie mehrere Wochen dann hin. Mhm. Und also er hat mich hier dicht getextet, mein Handy kaputt geschrieben quasi, das ist irgendwann fast explodiert. Ja. Und dann, wir haben uns zwischendurch mal getroffen und dann waren aber die Kinder auch immer dabei, weil ich halt gesagt habe, irgendwie, was weiß ich, wenn er mit den Kindern zum Entenfüttern geht, irgendwie, dann komme ich halt mit, weil die Kinder auch sehr oft nach mir gefragt haben. Mhm. Jetzt erklär mir doch mal bitte, wenn er beispielsweise von der Arbeit zu spät nach Hause kommt, wie du es gerade geschildert hast, dann kannst du nicht den großen Rambazamba da machen vor seinen Kindern, aber wie äußert sich dein Sauersein dann? Was machst du? Ja, ich bin halt maulig irgendwie. Also Wie merkt er das? Rufst du ihn an oder schreibst du ihm oder was? Nee, das mache ich gar nicht mehr, weil das würde ihn ja wieder unter Druck setzen. Das will ich ja auch nicht. Ja, was heißt denn maulig? Heißt das, du ziehst dich zurück oder wie? Ja, ich rede halt wenig und ziehe halt ein Gesicht und gebe halt dann vielleicht gegebenenfalls auch nochmal blöde Antworten irgendwie und dann weiß er schon sofort, aha. Anke spinnt und wieder. Ihm geht das, und ihm geht es auf die Nerven. Ja, teilweise schon, natürlich. Ja, also er fragt dann, was ist los, was habe ich wieder gemacht? Und dann sage ich ihm, ja, du hast gar nichts gemacht, aber das und das und das irgendwie geht mir halt durch den Kopf. Also Anke, ich finde, ich weiß ja nicht so alle Einzelheiten jetzt, du hast ja nur ein paar Beispiele genannt. Ich fange mal von vorne an. Also dieser eine Vorfall da im Mai ist ja auch noch nicht so ganz dramatisch. Naja, der war ja immer zwei Monate mit ihr zusammen. Was? Er war zwei Monate mit ihr zusammen? Ja, sicher. Gerade hast du mir gesagt, es wäre nur eine Nacht, die haben nur einmal geknutscht miteinander. Ja, daraufhin bin ich ausgezogen und dann war er zwei Monate mit ihr zusammen. Ach so. Und daraufhin stand dann, also er sagt, er hat sie dann weggeschickt, weil er gemerkt hätte, dass ich halt diejenige bin und dann fing das halt an, dass er... Aber immerhin, er war mit der ja erst zusammen, nachdem ihr quasi getrennt wart. Ne? Somit ist das ja sauber gelaufen. Ja, nee, weil er hätte das ja so nicht gemacht. Also er hat halt zu seiner Schwester zum Beispiel gesagt, er legt die Beziehung mit mir erstmal auf Eis und guckt mal weiter. Ja. Zum Beispiel. So, er hat mir dann auch gesagt, irgendwie als wir das Gespräch hatten deswegen, dass er überhaupt gar keine Frau und gar keine Beziehung will und dass ihm das alles zu viel ist und dass er einfach nur seine Ruhe haben will. Okay. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da ist einmal was passiert damals. Danach habt ihr euch getrennt, da bist du ausgezogen. Ja. Da war er frei, da konnte er machen, was er wollte. Ja. Ja, das muss man es ja sehen. Jetzt seid ihr wieder zueinander gekommen. Jetzt kann man natürlich durch ewiges Wiederkauen der Vergangenheit und durch ewiges Misstrauen kann man alles kaputt machen. Aber du kannst natürlich auch sagen, okay, zur Liebe gehört Vertrauen. Jetzt kriegt er nochmal einen dicken Vertrauenszuschuss von mir und ich versuche mit ihm ganz normal zu leben und nerv ihn auch nicht, wenn er mal 10 Minuten oder eine Stunde später kommt von der Arbeit. Nur so, glaube ich, kriegst du es und kriegt ihr es wieder hin, Anke. Irgendwann gehst du ihm so auf den Zeiger, dass der die Brocken hinschmeißt, wenn du das so weitermachst. Ja, ich meine, so extrem ist es ja nicht. Also, dass ich jetzt ständig nur rummaule, das sind dann immer so, ja, wie so kleine Panikattacken. Mhm. Dann plötzlich irgendwie kommt alles hoch und dann sitze ich da und bin irgendwie kurz vorm Heulen. Wie oft kommen denn diese Panikattacken vor? So. Das ist unterschiedlich, also nicht regelmäßig. Ja, so ungefähr, ja. Im Monat wie viel Mal? 1 bis 2 Mal im Monat. Mhm. Na gut, das ist ja noch wirklich im Rahmen des Möglichen, des Erträglichen. Also im Prinzip gilt die Devise, dagegen zu arbeiten und ansonsten sich jetzt wirklich in die neue Phase der Beziehung hineinzuhängen. Und kein Aber mehr und vielleicht und hin und her, sondern nach vorne gucken. Das ist, glaube ich, wichtig, Anke. Dann, wenn er es dann doch wieder macht? Dann das ist Lebensrisiko. Das ist halt dann so. Das verhinderst du auch nicht durch deine penetrante und permanente, durch das permanente Misstrauen. Das verhinderst du nicht. Nee, das ist wohl wahr. Also, optimistisch in die Zukunft schauen. Freu dich, dass ihr euch wieder habt und riskier es, mach es. Geh voran mit ihm. Ich werde es versuchen. Alles gute Antwort. Alles klar, danke schön. Ihr Lieben, freie Themen nach. Ihr habt schon gemerkt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch übers Telefon 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Morgen ist ein Thema angesagt, das sage ich euch jetzt schon mal vorab. Morgen heißt unser Thema Fehldiagnosen und Ärztepfusch. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die Opfer sind oder wurden
von Fehldiagnosen und von Ärztefusch, die vielleicht ein ganzes Leben schwere Nachwirkungen haben durch eine falsche Diagnose, durch Ärztefusch, die vielleicht sogar einen Angehörigen verloren haben durch einen Ärztefehler, durch eine falsche Diagnose. Wenn ihr euch heute anmelden wollt, schon mal, dann macht das über domian@wdr.de oder ruft dann morgen während der Sendung an oder schon eine Stunde vorher. Das sage ich nochmal, da sind die Leitungen ja schon geschaltet. Ab 0 Uhr könnt ihr uns immer schon hier erreichen. Ich bin verbunden jetzt mit der Angelina. Nein, Angelina. Angelina, guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen hast du angerufen? Ja, bei mir geht's darum, ich bin erst 16 und habe schon mit fast 30 Männern, Jungs geschlafen. Mit fast 30? Ja. Das ist ein Hammer. Wann fing das an? Mit Ende 13. Wie kommt das, dass du so viele Jungs schon hattest? Dass du so ja, also ich fühle mich halt nicht gerade attraktiv und so hole ich mir dann halt die Bestätigung. Das heißt, du schläfst immer nur mit denen und das war's dann? Das sind so eine Nachtgeschichten? Ja, nicht immer. Also ich hatte auch schon Beziehungen dazwischen. Wie lange hielten die Beziehungen jeweils? Also eine Beziehung war 11 Monate. Und jetzt die letzte, die ich hatte, die waren nur 2. In der Zeit, wo du die Beziehungen hattest, 11 Monate, 2 Monate, warst du da treu? Oder? Ja, bei den 2 Monaten ja, aber bei den 11 Monaten nicht, nein. Wie oft bist du da fremdgegangen in den 11 Monaten? Oh, das weiß ich nicht. Also schon oft? Ja, bestimmt 4-5 Mal. Hat dein Freund das damals rausbekommen? Nein. Wie hast du dich gefühlt dabei? Anfangs hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber danach, wo ich gemerkt habe, der kriegt das nicht raus, eigentlich gar nicht mehr. Lass uns mal drüber reden, nochmal wirklich über die Gründe, über den Antrieb. Ist es auch eine sexuelle Lust, die dich treibt? Eher weniger. Eher weniger? Ja. Das heißt also, sexuell ist dir das gar nicht so wichtig? Nee. Das ist nur dieses Gefühl, ich kann den haben, das ist ein Erfolgserlebnis? Ja. So, das ist ja auch bei mir ist auch das Problem, da ist keine Verhütung mit im Spiel. Wie bitte? Das ist auch nicht im Spiel. Bist du des Wahnsinns? Ja, ich weiß Wahnsinns? Nicht. Also meine Cousine sagt mir auch ständig, ich soll da verhüten. Du gehst mit den Jungs in die Kiste ohne Gummi, ohne zu verhüten? Ja. Angelina, es ist wirklich wahnsinnig bekloppt, weißt du das? Ja. Aber wirklich, also es geht jetzt nicht nur um die Verhütung. Es geht um den Schutz, dass du dich auch schützt vor Krankheiten, auch vor tödlichen Krankheiten. Vor Hepatitis C, für AIDS, für andere schlimmen Krankheiten. Warum machst du es denn ohne Gummi? Daran denke ich dann gar nicht mehr. Also ich habe schon oft... Entschuldige mal, das kann man ja einmal mal sagen. Das ist dann immer noch keine Entschuldigung, finde ich. Aber bei 30 Mal? Ja, ungefähr, ja. Ja, bei manchen, aber bei sehr wenigen halt mit Kondom, aber... Und die Jungs wollen das auch nicht? Nee. Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos. Dir ist ja klar, ne, was für gesundheitliche Risiken durch ungeschützten Geschlechtsverkehr bestehen. Ja. Wirklich? Ja. Ja. So, und dir ist auch klar, dass man davon schwanger werden kann? Ja, ich nehm ja die Pille. Also. Ach, das nimmst du schon. Also du hast ungeschützten Geschlechtsverkehr, aber verhüten tust du schon. Ja, das ja. Also das eine, Angelina, die Frage, finde ich, muss man wirklich grundsätzlich ergründen, wenn du keine sexuelle Lust hast. Ich meine, wenn du erst eine sexuelle Lust hättest, könnte man ja sagen, okay, Jungs haben oft auch viele Mädchen und dann sollen sie sich austoben. Aber das ist ja bei dir überhaupt nicht der Fall. Nein. Und das würde mich so nachdenklich stimmen an deiner Stelle. Frage, habe ich das nötig, mir auf diese Art und Weise meine Erfolgserlebnisse zu holen? Darüber hinaus, abgesehen von dieser Fragestellung, würde ich mich jetzt gerne mit dir in Pakt schließen. Kein Sex mehr ohne Gummis. Ja, das kann ich nicht versprechen. Warum nicht? Ich denke daran gar nicht. Ja, aber ab jetzt kannst du dir vornehmen, daran zu denken. Schreib dir einen Zettel, häng ihn dir ins Badezimmer einen Spiegel. Oder wohin? Ja. Du bist doch nicht besoffen, wenn du es machst, oder wie? Naja, manchmal ist... Ja, aber auch wenn du manchmal... Ja, du bist eine junge Frau von 16 Jahren, also das kann man, so viel Gedächtnis wirst du noch haben, um dir einzuprägen, wenn ich mit einem Typ in die Kiste gehe, dann nehme ich die Lümmelmänner mit. Hm.
So, okay, das ist immer noch das eine Thema. Das andere Thema ist aber, dass ich ja eigentlich glaube, dass das gar nicht, dass du es gar nicht machen solltest. Wenn da kein sexuelles Interesse im Hintergrund steht, glaube ich, dass du dir so auf Dauer dein Selbstwertgefühl kaputt machst und auch die, vielleicht sogar die Lust an der Sexualität, wenn du das auf diese Art so, so weitertreibst. Ja, aber ich weiß nicht, so mit meinem Ex-Freund war das auch so gewesen, von, also das ist wirklich so, dass ich den wirklich richtig doll geliebt habe und immer noch liebe. Mhm. Und dem bin ich nicht fremdgegangen, bei dem habe ich auch gar nicht erst daran gedacht. Mhm. Also da habe ich sämtliche, wo ich mit dem zusammengekommen bin, habe ich sämtliche Kontakte zu irgendwelchen Männern abgebrochen. Was ja gut ist. Und warum ist die, diese, das war die zweimonatige Beziehung, woran ist die dann gescheitert? Weil er mit einem anderen Mädchen in der Disco rumgeknutscht hat und ich das von einer Freundin rausgekriegt hatte. Ach so, und da war das Vertrauen kaputt. Mhm. Und ja, da haben wir beide dann halt Schluss gemacht, aber... Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, du vermutest von dir selbst, oder du sagst über dich selbst, dass du nicht so sehr selbstbewusst bist. Genau. Woran liegt das? Was gefällt dir an dir nicht? Überhaupt alles. Das Äußere auch? Ja, das ist ja das. Meine innere Werte schätze ich eigentlich so, aber... Was gefällt... Beschreib dich mir mal. Ich kann dich ja nur leider nicht angucken. Beschreib dich mal. Wie groß bist du? Wie viel wiegst du? Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter. Ja, ich bin 1,66 klein, habe lange blonde Haare, blaugrüne Augen und wiege 60 Kilo. Ja. Fühlst du dich zu klein? Nein, ich fühle mich einfach nicht wohl in dem Körper. Ich finde, ich bin zu dick. Ich finde, weiß ich nicht, das ist alles irgendwie, ich finde mich einfach nicht attraktiv. Kriegst du denn dann die Jungs, die du haben willst? Ja. Die ja, das ja? Ja. Mhm. Und dann bist du sehr stolz? Ja. Und dann denkst du, na, die anderen Mädchen, die vielleicht noch viel besser aussehen, hey, guckt hier, ich hab ihn. Genau. Ich hab den abgeschossen heute Nacht. Genau. Ist meine Jagdtrophäe. Genau. Mhm. Mhm. Ja, die Sache ist, dass du dich irgendwie so eintunen musst, du musst es irgendwie so hinkriegen, dass du dich besser akzeptierst. Wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, Mensch, ja, du bist keine Schönheitskönigin, aber du bist ein nettes Mädel. Hm. Bin fast sicher, wie du es jetzt so beschrieben hast. Und man muss sich immer so die Maßstäbe nach ganz oben setzen, sondern man muss immer nach unten eher gucken. Ja, mir sagen auch viele so Freunde von mir so, dass ich das nicht weitermachen soll, weil ich eigentlich gar nicht so unattraktiv bin, aber ich fühle mich halt so. Ich habe einfach die Sorge, wenn du das so weitermachst, dass du letztendlich da einen Schaden nimmst, einen seelischen Schaden, wenn du immer wieder mit den Kerlen in die Kiste gehst, abgesehen von den Krankheitsgeschichten, aber da haben wir ja gerade drüber geredet. Außerdem ist es auch so für deinen Ruf nicht gut. Das kriegen doch alle mit wahrscheinlich, dass du ziemlich... Nein. Nee. Nein, ich rede da, also, ach so. Ich rede da nur mit meiner Cousine drüber. Mhm. Also Grundproblem ist ein großes Minderwertigkeitsgefühl, wenig Selbstvertrauen. Du bist Schülerin noch? Ja. Was ist dein Traum? Was willst du mal beruflich machen? Ja, was ich beruflich machen will, das weiß ich jetzt so eigentlich. Also so Friseurin oder Kosmetikerin, ja, gerne. Ja. Ich würde jetzt mal diese eine Erfahrung, die du gemacht hast mit deinem letzten Freund, die würde ich mir mal so als Vorbild nehmen. Da hattest du einen Freund, okay, das ist nun dem Bach untergegangen, passiert halt. Aber da hast du dich gut gefühlt, da hast du dich von dem auch akzeptiert gefühlt. Ja. Ist so, ne? Ja. Ja. Und du hast auch keine anderen Sachen gemacht. Du bist ihm treu gewesen. Nein, das hatte ich auch überhaupt nicht vor, also bei dem überhaupt nicht. Also ich hatte ja mehrere Beziehungen gehabt, aber... Versuch doch mal, also ich meine, ich will darauf hinaus, du hast das ja jetzt schon erlebt, dass das auch funktioniert, dass es sowas gibt. Ja, aber nur wenn ich auch wirklich will. Wenn du auch wirklich willst. Aber, ja, aber das du war auch eine Fernbeziehung. Egal, aber mir zeigt das, du kannst auch wirklich wollen. Hm. Finde ich schon mal eine wichtige Sache. Du kannst das. Ja, aber das war auch nur so gewesen, dass, weil er mir auch wirklich das Gefühl gegeben hat, dass ich die Einzige wäre. Klar, aber das ist halt ein Glück, dass man so jemanden trifft. Ja, und das war bei den anderen halt nicht so. Pech gehabt. Passiert uns allen, immer wieder sowas. Mhm. Aber was ich hier nur klar machen will, ist, dass es solche Konstellationen gibt. Er hat dir das Gefühl gegeben und es war wahrscheinlich auch so, dass du die Wichtigste zumindest für eine Weile für ihn warst. Mhm. Und du hast dich ihm auch ganz geöffnet und Vertrauen gegeben. Das würde ich mir jetzt erstmal so als Ziel vor Augen führen, sowas wieder zu finden.
Und wenn es irgendwie geht, diese ganzen anderen Männergeschichten so gut wie möglich erstmal runterzufahren, ganz sein zu lassen und auf die Suche zu gehen nach einem guten Typ. Vorsichtig nicht gleich mit dem in die Kiste gehen, sondern einfach abtasten. Ich bin sicher, dass du einen finden wirst. Es ist nur eine Frage, wie lange das dauert. Was jetzt so deine Grundkomplexe anbelangt, da würde ich gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht kann man da noch ein paar Tricks irgendwie anwenden, dass du ein bisschen mehr so auf die Beine kommst, selbstbewusstseinsmäßig. Mhm. Ja? Angelina, legst du mal bitte auf? Ja, könnte ich noch jemanden grüßen? Ja. Ja, dann grüße ich meine Cousine Melanie. Die Melanie. Hat die jetzt zugeguckt? Weiß ich nicht, aber ich denke schon. Na gut, die Melanie. Du legst auf. Okay. Anja, meine Psychologin ruft dich an und dann alles Weitere am Telefon gleich, okay? Okay. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ran ans Telefon, ist eine freie Telefonnummer. Und wenn ihr gerne mailen wollt, domian@wdr.de und nicht vergessen, die Telefonnummer dann drauf zu schreiben. Wir haben eine freie Themennacht. Also ruft an zu jedem Thema, das ihr gerne besprechen wollt mit mir. Und hier ist Patrick. Patrick ist 25. Hallo Patrick. Ja, hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Also ich bin erschüttert, was ich gerade gehört habe. Ich bin absolut erschüttert. Weil die Angelina 30 Männer schon hatte? Ja, vor allen Dingen mit dem Alter und dann schon angefangen. Du hättest sie vielleicht wirklich mal fragen sollen, ob sie überhaupt schon mal einen Test gemacht hat. Das hat sie wahrscheinlich noch nicht gemacht. Traurig. Mann, ich bin ein Mann und naja gut, okay, wir Männer haben auch... Ich habe definitiv nichts dagegen, von wegen... wechselnde Partner oder so, aber dann doch definitiv mit Schutz. Und dann mit 13 schon, also ich bin echt erschüttert. Wie oft ich das hier höre? Ja, wie oft ich das höre? Ja. Ja, bei mir geht es aber eigentlich um was ganz anderes. Erzähl. Ja, es geht um meinen Sohn. Könnte ja schon fast angrenzen in mein morgiges Thema. Und zwar ist mein Sohn mit nur einem Fuß zur Welt gekommen, hat die Hände nicht ganz entwickelt, beziehungsweise die Finger. Ja, und momentan sind wir einfach, momentan kommen wir eigentlich, mittlerweile kommen wir ganz gut damit klar, sagen wir mal so. Wie alt ist er denn jetzt? Er ist jetzt 3,5. Er hat auch eine Prothese, kann laufen, geht in den Kindergarten und so. Aber ich sag mal, die Anfangszeit war doch sehr, sehr schwierig. Also habt ihr das... schon vor der Geburt gewusst, dass das Kind behindert sein wird? Genau das ist ja das Problem. Es wurde uns immer gesagt, es wäre alles in Ordnung und es wäre alles normal. Meine Frau, die war vor der Geburt zigtausendmal im Krankenhaus. Die hatte starke Regelblutungen, hatte Bröckchen verloren, also schon richtige Blutfropfen. Und es wurde uns immer gesagt, es wäre alles in Ordnung. Diese Blutfropfen, die sie verloren hat, waren in dem Moment aber wohl die fehlenden Gliedmaßen beziehungsweise die abgestoßenen Gliedmaßen des Kindes. Aber kann man das ich habe keine große Ahnung davon, kann man das im Ultraschall nicht sehen? Das, ja doch, normalerweise hätte man es sehen müssen. Also wir haben auch in einem Bekanntenkreis einen Chirurgen, der hat jetzt nicht so viel zu tun mit Ultraschall oder so, aber ist halt auch Arzt und er hat gesagt, man hätte es sehen müssen. Das Problem bei unserer ganzen Aktion war halt einfach, wir wollten uns daraufhin auch einen Anwalt nehmen, was wir auch getan hatten. Und meine Frau war dann noch mit meiner Schwiegermutter beim Anwalt und so. Und was wir aber am Anfang nicht wussten, dass dieser Anwalt auch unseren Frauenarzt vertritt. Ach, das ist natürlich eine Verstrickung schlimmster Art. Ja. Eigentlich hätte er das ablehnen müssen, im Fall. Ja, er hat gesagt, nee, wir machen das. Und ich, kann ich mir schon denken, was da rauskam. Ja, nix. Nix, ja. Vermutet ihr denn, dass ein ärztlicher, sogenannter Kunstfehler vorliegt, dass zur Abstoßung... Nein. Also, das wohl nicht. Das nicht. Was werft ihr denn, wenn, dem Arzt vor, den Ärzten vor? Eine absolut falsche Diagnose, weil sie hätten... das Problem an der ganzen Sache war... dass ja in der Schwangerschaft schon einiges schiefgelaufen ist. Meine Frau wurde sie hat ein Schilddrüsenproblem und wurde zu einer CT geschickt und musste... also Computertomographie? Genau. Und musste sich da Kontrastmittel spritzen lassen und das ist in der Schwangerschaft ja natürlich dermaßen gefährlich. Und das könnte der Auslöser dafür gewesen sein, weil ich sag mal so, diese Dysmelie nennt sich das, kommt bei, was weiß ich, Tausenden von Frauen einmal vor. Das sind Eiweißfäden, die sich in der Gebärmutter bilden.
Und die wickeln sich dann um die Gliedmaßen. Ah ja, und die haben das dann verursacht, dass der Fuß zum Beispiel genau. abgefallen ist. Genau. Mhm. Es könnte einen Zusammenhang geben, wenn ich es richtig verstanden habe, von diesem Kontrastmittel ja. und letztendlich der Behinderung des Kindes. Ja, und weiter ärztliche Behandlung dadurch, durch dieses Kontrastmittel, weil dann wurde eine Schilddrüsenuntersuchung gemacht, blablabla, und ihr Medikamente verschrieben und das war ganz am Anfang in der Schwangerschaft und der Arzt, der Arzt, der meine Frau behandelt hat, hat ja bis zum vierten Monat nicht gesehen, dass sie schwanger war. Aber warum ist denn deine Frau dann noch weiter zu dem gegangen, wenn der... Bis zum vierten Monat wusste sie es ja selber nicht. Also wir hatten es ja vermutet, aber wenn natürlich der Arzt dann immer sagt, ist alles in Ordnung oder so. In wie vielen Monat ist sie denn zu ihm gegangen und hat sich untersuchen lassen, ob sie schwanger ist? Ganz normale Untersuchung machen lassen, ja. Dann ist sie ein paar Mal schlecht geworden und schwindelig und so. Ja. Dann, so in der Nachrekonstruktion, in welchem Monat war sie da schon schwanger und er hat es nicht gesehen? Ja. Nee, in welchem Monat war sie da schon schwanger? Ach so, im dritten, also die ist ja schon vorher hingegangen, aber gesehen hat er es erst eigentlich so im vierten. Und sie hat ja auch ein paar Mal noch nachgefragt, wie es denn aussieht, ob sie schwanger wäre und so, und er hat immer gesagt, nein. Ja. Also, spätestens da wäre ich gar nicht mehr zu dem Arzt gegangen. Bitte? Ich sag spätestens an dem Punkt, ja, danach sind wir ja auch nicht mehr zu diesem Arzt gegangen, sondern haben einen anderen Arzt genommen, so, und das war wohl eine Praxis weiter oder so. So. Und daraus resultiert hat sich dann, dass sie dann halt auch öfter ins Krankenhaus gekommen ist und so. Also sie hat bei dem anderen Arzt so gesehen, hat sie noch diese Ich hatte es gerade so verstanden, dass ihr bei diesem ersten Arzt auch geblieben seid. Das ist nicht der Fall. Nee. Es gab also dann zwei behandelnde Gynäkologen. Während der Schwangerschaft. Richtig. Ja. Aber ist bei dem ersten Arzt ist halt schon alles schon sehr viel schief gelaufen, dass er sie dann auch halt zu dieser Schilddrüsenuntersuchung geschickt hat und so. Das hat der erste noch gemacht. Ja. Nachdem ihr dann mitbekommen hattet, dass der Rechtsanwalt auch den Gynäkologen vertritt, den ersten oder den zweiten? Den ersten. Habt ihr denn dann nicht direkt wieder einen anderen Rechtsanwalt aufgesucht, um Das Problem ist ganz einfach, wir sind in einer finanziell misslichen Lage und da ich momentan arbeitslos bin und meine Frau natürlich auch nicht arbeiten gehen konnte, auch weil wir haben ja auch jetzt mittlerweile schon ein zweites Kind. Und das heißt, die ganze Sache ist jetzt im Sande. Die anderen Leute, die das jetzt alle so hören, von wegen, der hat noch ein zweites Kind und ist arbeitslos und so, das ist halt einfach. Nein, also denken die Leute nicht. Nein. Ich will einfach nur verstehen, was da los ist. Also das heißt, die Sache ist dann aufgrund eurer finanziellen schwierigen Situation im Sande verlaufen. Ihr habt nicht juristische Schritte einleiten können. Nein, wir könnten das jetzt noch tun, aber das Problem ist halt ganz einfach, wir kriegen keinerlei Unterstützung. Ich habe schon bei mehreren Leuten nachgefragt, beziehungsweise bei mehreren Ämtergängern nachgefragt und sie sagen alle, ja, da müssen sie sich selber drum kümmern. Nun gibt es ja so Patienten, Selbsthilfeverbände und es gibt ja eine ganze Vernetzung also ich weiß nicht, ob du Koblenz kennst. Die Stadt Koblenz, ja, natürlich. Ja, sehr schönes Fleckchen. Da gibt es einen Verband für behinderte Kinder. Meine Frau würde das jetzt gar nicht am liebsten hören, aber es ist ja nun mal so. Und aber da muss man dann erstmal einen Beitrag oder einen Jahresbeitrag und dann muss man Mitglied werden. So einen Verband meine ich auch nicht. Es gibt, da werden wir morgen sicher noch ausführlich drauf zu sprechen kommen. Es gibt natürlich eine, wie ich es gerade sagte, schon Vernetzung von Betroffenen in Deutschland mittlerweile, die Opfer von Kunst, von sogenannten Kunstfehlern, von Ärztefehlern geworden sind. Selbsthilfegruppen, eingetragene Vereine und so weiter. Da würde ich dich gerne jetzt an meine Psychologin verweisen, um dir mal so einige Adressen rüberzugeben.
wo ich bin sicher, dass es auch Möglichkeiten gibt für Leute, die eben nicht so viel Kohle im Geldbeutel haben, dass die sich auch wehren können und dass die auch etwas in die Wege leiten können. Ja, es ist ja nicht, im Endeffekt ist es ja nicht für mich, es ist ja für meinen Sohn. Es ist für das Kind, natürlich, ja, natürlich. Das ist auch völlig legitim. Er wird sein Leben damit durch. Ja, und wenn jemand das verursacht hat, finde ich auch, dass derjenige dafür dann gerade stehen sollte, weil das Kind ist für sein ganzes Leben lang geschädigt dadurch. Wir machen es mal so, Patrick, klick mal bitte auf und wir rufen dich zurück und versorgen dich mal mit den entsprechenden Nummern. Okay? Alles klar, okay. Alles Liebe. Tschüss. Ich wünsche dir noch alles Gute und ich finde deine Sendung echt super. Dankeschön, Patrick. Wirklich. Tschüss. Alles klar. Jo. Hier ist Dirk und Dirk ist wie alt? 32. Hallo, Dirk. Ja, hallo, Domian. Hallo. Weswegen rufst du mich an? Ja, weswegen rufe ich dich an? Mit 32 habe ich, glaube ich, ein ziemlich großes Problem. Mhm. Ich habe noch keine Freundin gehabt in meinem Leben. Auch keinen Sex gehabt? Sex schon. Bezahlten Sex. Naja, irgendwann muss der Druck ja nur raus. Ja, nur bezahlten Sex. Also, ja, ein One-Night-Stand. Toll, darauf kann ich mir wahnsinnig viel einbilden. Ja. Das war Weiberfastnacht. Du kannst dir vorstellen, da sind die Frauen etwas anders drauf. Bisschen, ja. Ja. Bisschen. Du warst auch noch nie verknallt in deinem Leben? Doch. Das schon. Aber es hat sich nichts ergeben daraus, oder wie? Nee, ich bin da anscheinend zu schüchtern und irgendwie zu unbedarft in der Sache. Ja, verliebt war ich eigentlich die letzten 10 Jahre, verdammt. Also sehr verliebt halt. Aber immer wieder in verschiedene Frauen? Nee, eigentlich in die gleiche. Die letzten 10 Jahre immer in dieselbe Frau? Ja, eher latent. Also, was ist denn das für eine Frau? Eine Arbeitskollegin. Weiß die von ihrem Glück? Ich habe es ihr dann irgendwann mal erzählt, ja. Beziehungsweise die letzten 10 Jahre, das endete abrupt dann letztes Jahr irgendwann, als sie dann geheiratet hat. Als sie geheiratet hat? Ja, einen anderen Arbeitskollegen von mir. Ja. Also, hervorragend. Du hast ihr das erzählt? Ich habe ihr das schon erzählt, ja, das liegt auch 3 Jahre ungefähr zurück. Und kam keine Resonanz? Nee, ich habe in dem Moment, wo ich es ihr erzählt habe, dann auch einen Rückzieher gemacht. Man muss allerdings dazu sagen, in dem Moment waren wir auch beide ziemlich betrunken. Mhm. Ja, wie hat sie denn reagiert? Hat sie gesagt, nee, niemals? Nee, das nicht. Sie fragte mich, was sie bloß mit mir machen sollte. Sie hatte das vielleicht vorher schon mal ein bisschen gemerkt oder so. Aber ich halte mal fest, immerhin hast du 7 Jahre geschwiegen fast. Du warst 7 Jahre heimlich in diese Frau verliebt. Naja, so heimlich. Ich habe schon versucht, das irgendwie auf meine Möglichkeiten irgendwie rüberzubringen. Aber wurde anscheinend nicht bemerkt. Vielleicht war es nicht intensiv genug oder so. Ist natürlich schon ein frappierender Fehler. So lange sollte man nicht heimlich verliebt sein. Irgendwann muss man die Sachen auf den Tisch legen. War es nicht intensiv? Richtig. Mhm, aber die letzten 7 Jahre oder 10 Jahre, wie auch immer, ist noch nicht mal das großartige Problem. Ich meine, da gab es ja schon ein paar Jahre mehr, wo ich hätte die Gelegenheit haben können. Mhm. Ja, aber weißt du, 10 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Wir werden nicht 150 Jahre alt oder so. 10 Jahre ist verdammt viel. Von 20 bis 30 ist eine ganze Dekade. Das und ist wohl wahr. Die Zeit ist dann verplempert irgendwie. Die ist weg, die kriegst du auch nicht wieder. Ja, dessen bin ich mir langsam auch bewusst. Ja, nee, da muss man nur raus lernen. Heimlich verliebt ist ja gut. Aber da muss man irgendwann sich eine Grenze setzen und sagen, so, jetzt muss ich zu Potte kommen. Ich muss es sagen. Ich muss was tun. Hm. Und wenn ich dann eine Abfuhr bekomme, dann ist das bitter. Hm. Aber dann kann ich mich wieder auf neuen Jagdgründen zuorientieren. Ja, Jagdgründe ist gut. Ja, sonst hält man sich so lange auf und das ist sinnlos und ist alles vertan. Ja, aber ich kann mich ja in Jagdgründe begeben, wie ich will. Wenn es dazu kommt, bin ich einfach nicht in der Lage, das richtig umzusetzen. Weil du nicht ansprechen kannst, die Frauen, weil du... Ja, ich kann sogar angesprochen werden. Anscheinend rede ich dann solchen Blödsinn in dem Moment, ja, dass ich dann natürlich auch ziemlich uninteressant für die Frauen dadurch werde. Kann ich mir gar nicht so vorstellen, weil jetzt so im Gespräch ist das doch alles relativ normal. Und das ist ja sogar eine Extremsituation, der... Ich wundere mich auch, ja. Ja, ja. Hast du es denn mal so auf anderen Wegen versucht, zum Beispiel über Chatten? Da kann man sich ein bisschen anders näher, also stiller annähern vielleicht. Das mag sein, wenn man Internet hat. Hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Will ich auch gar nicht. Also das ist so ein Medium, was mich weniger interessiert. Ja. Ich gucke auch kein Fernsehen oder so. Das interessiert mich alles eher weniger. Ich höre auch gerne über Radio. Radio ist so die Hauptbezugsquelle, weil ich so höre, Nachrichten und so weiter. Aber was interessiert dich denn sonst so? Ach Gott, ich bin allgemein ziemlich so interessiert, Musik. Ja. Und so, also ich bin nicht irgendwie, dass ich ziemlich verschoben bin oder so. Gehst du viel raus? Viel, die letzte Zeit habe ich es eher unterlassen, weil ich noch andere Probleme
bewältigen musste. Dafür musste ich erstmal so in mich kehren. Welche Probleme? Ich war jahrelang ziemlich am Messi. Mhm. Also und Messi, für die Leute, die es nicht so wissen, das ist jemand, der alle Klamotten um sich herum schön. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der Müllsammler gewesen, mhm, sondern eher der den Müll nicht rausgebracht hat. Also der Anblick deiner Wohnung war nicht so schön in der Zeit früher. Meine letzte Wohnung, wenn ich mich daran zurück... Da will ich mich gar nicht dran erinnern. Mhm. Das hast du jetzt im Griff? Das habe ich jetzt im Griff, ja. Mhm. Hast du einen Freundeskreis jetzt mittlerweile oder auch eher nicht so? Ich hatte mal einen etwas größeren, das musste ich auch letztes Jahr. Da, wie gesagt, ich musste eher so in mich selbst mal reinschauen. Da ist das alles leider ein bisschen zum Erliegen gekommen. Hast du allein in dich hineingeschaut oder mit einer anderen Person, also mit einem Arzt oder Therapeuten? Nee, Therapeut nicht, nein. Eher mit mir alleine. Mhm. Meine Eltern waren mir auch noch eine große Hilfe, die hatten das irgendwann mitgekriegt. Ja. Und konnten mir dann da auch noch ganz gut bei helfen. Okay. Allerdings eher so die praktischen Sachen, den ganzen Müll mal wegfahren halt, ne? Wohnst du jetzt in einer anderen Wohnung? Ich wohne jetzt in einer anderen Wohnung. Und wenn ich jetzt in deine Wohnung reingucken könnte, wie würde ich sagen, okay, ist halt eine normale Wohnung oder ist es immer noch ein bisschen unordentlich und viel Prollkram? Nein, ist ein kleines Apartment, aber ist aufgeräumt. Für meine Verhältnisse, okay, vielleicht sind manche noch sauberer, aber ich finde, das ist so in Ordnung. Hier liegt nichts rum und ich kann damit, ja doch, so hier könnte ich jeden, selbst dich, reinlassen. Ja. Ja. Ja, ich bin ja nicht so pingelig, aber ich wollte es ja nur mal wissen jetzt. Nee, also... Aber immerhin hast du dieses Problem alleine in den Griff gekriegt. Ja. Wie viele Jahre hast du dich damit rumgeschlagen? Seit der Pubertät. Ach, so lange. Ja, es fing an mit Klamottenlagen so rum und Schallplatten flogen durch die Gegend und so weiter. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann gesteigert und ja... Wird dann immer schlimmer. Wie geht es dir denn seelisch so überhaupt im Moment? Ach, grundsätzlich geht es mir nicht wirklich schlecht. Also ich habe Anrufer bei dir gehört. Mhm, ja. Also die haben wirklich einen Grund, dass es ihnen schlecht geht. Mhm, also. Aber es fehlt so der letzte... Herrgott, ich möchte nicht mal nach Hause kommen und da ist niemand. Mhm, Was tust du denn, um Frauen zu treffen zumindest? Naja, ich gehe weg, Diskotheken oder... Ja, aber so. Dann ist, Diskothek ist schon ein schwieriges Örtchen, finde ich. Da muss man schon sehr offensiv sein. Da ist es laut, da muss man brüllen und da muss man rangehen und da ist die Konkurrenz groß und so weiter. Hm. Ja, Diskothek ist sowieso unheimlich toll, weil ich überhaupt nicht tanzen kann. Also ja. Vielleicht von daher nicht unbedingt der richtige Platz. Ja, ja, vielleicht wirklich nicht, nein. Frauen, mit denen du Sex hattest bisher, wie hast du den Sex empfunden? Klasse. Klasse. Ja, ich war begeistert. Ja. Also ich bin nicht verkappt homosexuell. Mhm. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt und konnte sie für mich als, bin ich nicht. Ja, ja. Es wäre eine Erleichterung, wenn es so wäre, dann wüsste ich, woran es liegt. Aber es ist Nein, es ist vielleicht ein anderes Ding zu sein, nämlich, dass du nicht auf Leute zugehen kannst und scheu bist und dich auf Sachen nicht einlassen kannst, ängstlich bist, ich weiß nicht, sowas in der Richtung. Richtig, ja. Ja. Mhm. Ich überlege gerade, wenn du sagst, du guckst kein Fernsehen, du hast kein Internet, man muss natürlich auch jetzt irgendwie Foren finden, sage ich mal, wo man auch Leute trifft. Hast du ein Hobby, wo du dich vielleicht mehr einklinken kannst, um auch dort Frauen kennenzulernen? Ich befürchte auch, das muss ich mit Nein beantworten. Ja, das ist der Fall. Hier sitzt du sehr viel in deiner Wohnung. Ich sitze in deinem schön aufgeräumten Apartment. Genau. Hörst Radio, was ja löblich ist. Ja. Aber davon wird man nicht glücklich. Das ist wahr. Das heißt, es geht immer nur, indem man rausgeht und offensiv wird. Und das musst du machen. Und wenn du das nicht so kannst, mit dem wirklich an jemanden herangehen, dann musst du das trainieren. Wie trainiert man sowas? Und wenn du das nicht allein trainieren kannst, lass dir helfen dabei. Von wem? Zum Beispiel von einem Psychologen. Man kann doch nicht zum Psychologen gehen und sagen, hör mal, ich komme hier hin, weil ich keine Freundin finde. Das kann man schon. Wenn man mit 32 so ein Problem hat, wie du es gerade geschildert hast, auch noch mit dem Hintergrund, was du mit der Messi-Geschichte mir erzählt hast, was ja auch seine Ursachen irgendwo hatte. Wer weiß, was da alles noch so im Unterbewussten wabert, das wissen wir alles gar nicht. Finde ich das aber durchaus legitim. Das muss ja keine großartige, tiefen psychologische Therapie sein. Nur um mal so einen Anstoß zu kriegen. So wie wir beide jetzt auch reden, dass du einfach einen Ansprechpartner hast, mit dem du ab und zu mal reden kannst und der dich so fachkundig leitet. Fände ich wichtig bei dir, richtig bei dir.
Denn so sitzt du da in deiner Suppe und bist unglücklich und räumst noch vielleicht noch mehr auf und dann kehrt sich das Ganze vielleicht noch um. Vorher warst du unordentlich, jetzt bist du vielleicht überordentlich oder ist halt da brauchst du keine Sorge. Na, so weit kommt es nicht. Ja, jedenfalls fliegen die netten Frauen nicht in dein Apartment von alleine rein. Das ist wohl wahr, das habe ich auch schon von anderen Kollegen gehört. Also hier stellen sie bestimmt nicht an, ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin in der Spedition tätig. In der Spedition. Also du hast einen Job, also finanziell ist das auch alles okay? Ist ja, ja, grünen Bereich. Schuldenfrei, mir geht's gut, ich sehe noch nicht mal kacke aus, aber irgendwie das läuft halt nicht. Jetzt kriegst du erstmal einen Tipp von meiner Psychologin, von der Anja, wie du es machen könntest, an wen du dich wenden solltest. Ich finde, du solltest es tun, Dirk. Du hast nichts zu verlieren. Das sage ich immer bei solchen Sachen. Warum sollte man es nicht ausprobieren? Wenn du das zu blöd findest, dann lässt es sein. Aber du kannst es ja mal testen. Du kannst nur nach vorne kommen. Du kannst nicht weiter zurückfallen durch so eine Aktion. Ja, du hast recht, ja. Ja. So, jetzt legst du mal auf und wir rufen gleich wieder an. Alles klar. Dirk, alles Gute. Toi, toi, toi. Domian. Und noch der Standardspruch. Wahnsinn, was du da leistest. Dankeschön, sehr nett von dir. Alles klar. Tschüss. Danke dir. Jo, tschüss. Tschüss. Hinweis an dieser Stelle für morgen. Unser Thema morgen heißt Fehldiagnosen und Ärztepfusch. Ich möchte gerne mit euch reden, mit Opfern von Ärzten, von ärztlicher Betreuung, vielleicht auch mit den Angehörigen von Opfern, Menschen, die Fehldiagnosen gestellt bekommen haben. Vielleicht sind daraus schlimme Dinge erwachsen für das ganze Leben. Und ein Ärztepfusch hat vielleicht wirklich das ganze Schicksal in eine ganz andere Bahn geleitet von euch. Also Fehldiagnosen und Ärztepfusch, morgen unser Thema. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt könnt ihr natürlich mailen, wenn ihr mailen wollt. Melanie, 30 Jahre ist hier. Hallo Melanie. Hallochen. Also mein Puls, der rast bei 120, glaube ich. Das glaube ich wirklich. Du hast ja schon eine ganze Weile in der Leitung gewartet, ne? Ja. Und wenn man dann angesprochen wird, wäre ich auch tierisch aufgeregt, muss ich dir sagen. Bewundere ich euch immer, wenn ihr so tapfer hier wartet und dann plötzlich angesprochen werdet, würde mein Herz auch in die Hose rutschen. Aber das ist alles gar nicht so schlimm. Wir schaukeln das Kind schon, Melanie. Ja, schön. Jetzt habe ich noch gar nicht 30, ne? Ja. Bist du. Ja. Melanie, um was geht's denn? Also es geht eigentlich um die Beziehung zu meinem Mann. Ja. Und zwar sind wir jetzt seit über 2 Jahren verheiratet. Ja. Und im letzten Jahr lief gar nichts mehr, ja. Also er hatte kaum Zeit für mich, er war immer weg, im Bett lief auch nichts mehr und dann habe ich mir einfach so gesagt, also komm, wenn du nichts mehr für mich übrig hast, dann müssen wir uns halt trennen, so. Mhm. Dann habe ich das paar Mal schon angedroht gehabt und jetzt im September, Oktober habe ich das halt wahrgemacht und dann Mitte November bin ich dann halt ausgezogen. Kinder gibt's keine? Nein, obwohl ich eigentlich schon viel unternommen hatte, wir haben uns schon seit 3 Jahren welche gewünscht, ja. Also im November ausgezogen? Ich bin Mitte November ausgezogen. Du? An dem Tag oder in der Nacht vielmehr, wo ich noch am Sachenpacken gewesen bin, finde ich auf einmal ein Bild auf dem Fußboden. Wunder mich, drehe es um, sehe ich, dass das ein Ultraschallbild ist, ja. Wunder mich, also wie kommt das jetzt hierher, ne? Mhm. Spreche ihn drauf an und er sagt, weiß er auch nicht, keine Ahnung. Stand halt ein Name oben, ein Nachbarort und wo das halt gemacht wurde, ja. Mhm. Er wusste angeblich von nichts. Mhm. Bin ich natürlich skeptisch gewesen, habe dann, wo er eingeschlafen ist, dann in seinem Handy gelesen und dann halt eine SMS von einer, naja, ist ja egal, von einer Person halt gelesen, ja. Hallo Schatz, wollen wir uns in der Mittagspause treffen, bla bla bla, ne? Oh, oh, oh. Ja. Da hast du die Fährte gewittert. Da war mir dann zwar noch nicht alles klar, aber... Aber da war schon mal klar, der ist irgendeine andere Frau. Mit dem Spiel, ja, obwohl ich schon oft eine Vermutung hatte und ich habe ihn auch schon oft drauf angesprochen. Ja. Er war halt nie ehrlich zu mir und ich bin halt gutgläubig und habe das alles dann immer so geglaubt. Ja. So, und dieses Ultraschallbild ist von dieser Frau und die ist schwanger. Ja, und das war aber schon von März, das Bild, ne? Und dann habe ich von seinem Handy aus, habe ich ihr dann auch eine SMS geschickt. Aber so getan, als wärst du eher? Nö, nö. Achso. Ich habe dann so, also, hallo Schatzi, weißt du eigentlich, dass, oder nee, hallo, was weiß ich nicht mehr, weißt du eigentlich, dass dein Schatzi verheiratet ist und und dann irgendwas anderes habe ich noch geschrieben, weiß ich gar nicht mehr. Und dass ich mich halt gerne mit ihr treffen würde und ja, dann kam aber nichts mehr in dieser Nacht. Ich konnte sowieso nicht schlafen, ist ja klar. Er musste dann früh zur Arbeit, dann habe ich ihn nochmal zur Rede gestellt.
habe ihm auch gesagt, dass ich ihr geschrieben habe, dass ich dann sein Handy halt gelesen habe und weiß jetzt Bescheid und er kann ruhig alles zugeben. Ja. Und dann war er halt so zwischen Tür und Angel, er musste los und hat dann aber noch gesagt, ja, es stimmt und wir reden dann, wenn er wiederkommt. Achso, er hatte also zugegeben, dass er eine Freundin hat. Und dass die schwanger ist. Und dass die, hat er gleich dann an dem Morgen noch gesagt. Ja, und ich meine, er wusste ganz genau, dass ich mir schon seit 3 Jahren ein Kind wünsche, ja. Heftig. Hast du die Frau getroffen? Sie hat sich bis dahin noch nicht gemeldet bei mir. Ich bin ja, an dem Tag wollte ich ja ausziehen, ne? Hab dann, wie gesagt, meine Sachen schon in die neue Wohnung gebracht und irgendwann mittags klingelte dann halt mein Telefon und sie meinte, ja, sie würde sich halt gerne mit mir treffen und das haben wir dann auch noch gemacht an dem Tag. Wusste sie denn, dass er noch in einer Beziehung ist? Ja, aber er hat ihr immer vorgegaukelt, das sei bloß platonisch und da läuft schon lang nichts mehr und so halt. So, dieser ganze Vorfall war im November letzten Jahres. Genau. Was ist jetzt? Was ist aktuell der Stand der Dinge? Dass wir uns immer noch fast täglich sehen und daraus werde ich nicht schlau. Ihr seht euch täglich, ihr wohnt nicht mehr zusammen? Nein. Er ist bei der Frau jetzt? Die wohnt, also er, sie, ich bin ausgezogen, sie ist eingezogen. Sie ist mit eingezogen? Dem Kind. Mit dem Kind, ja. Das Kind, das ist übrigens, das war schon 10 Wochen ungefähr alt zu dem Zeitpunkt, ja, wo ich ausgezogen bin. Ach so. Ja, und er war sogar bei der Geburt dabei, ich hatte Nachtschicht gehabt, war ja alles praktisch gewesen. Er hat sogar die Nabelschnur durchgeschnitten, alles so richtig schön auf heile Familie, ne? Jetzt wohnt die Frau in eurer Wohnung. Ja. Wo ihr gewohnt habt. Ja. Und du siehst deinen Ex-Mann dennoch täglich? Fast täglich, ja. Wie seht ihr euch? Wo seht ihr euch? Also wenn er arbeiten geht, dann kommt er nach der Arbeit gleich bei mir vorbei. Bleibt dann so, weiß ich, Stunde, anderthalb. Was macht ihr dann? Ja, wir erzählen. Also ich meine, ab und zu passiert halt auch noch was, aber wirklich nur ganz selten. Also Sex gibt es auch noch? Ja, obwohl ich eigentlich, da lege ich gar keinen Wert drauf bei ihm, weil... Ja. Wir passen eigentlich in der Hinsicht gar nicht zusammen. Weiß denn seine neue Freundin, dass er immer noch zu dir jetzt kommt? Glaube ich nicht. Warum kommt er zu dir? Sagt er? Das möchte ich ja auch gerne mal wissen. Frag ihn doch mal. Ja, er sagt immer, ja, du brauchst doch meinen Rat und ohne mich geht's doch nicht, so in etwa. Darf ich dich mal fragen, Melanie, warum du das überhaupt mitmachst? Warum du dich? Weil ich ihn immer noch. Ich würde ihn sofort zurücknehmen. Aber was hat er dir angetan? Wie hat er dich betrogen? Er war mit einer Frau zusammen, die schwanger war. Ja. So wie ich es gerade verstanden habe, ist die Frau, hat die Geburt stattgefunden, da wart ihr auch noch zusammen, ihr beiden. Ja, klar. Er war dabei. So, er hat nichts gesagt. Nein. Der hat dich nach Strich und Faden. Der hätte wahrscheinlich heute noch nicht mal was gesagt, wenn ich dieses Ultraschallbild nicht gefunden hätte, ja. Aber so etwas muss doch das Vertrauen so erschüttern. Ja, aber. Und so eigentlich so kaputt machen oder zumindest extrem anreißen. Da kann man doch nicht einfach so blind sagen, aber ich liebe ihn immer noch. Ist aber so. Ja. Ich habe inzwischen auch schon 2 andere Männer kennengelernt, ja. Und der eine, der würde alles für mich tun. Aber für den empfinde ich komischerweise nichts. Obwohl es mir wirklich gut gehen würde bei ihm, das weiß ich. Hast du ihm denn das jetzt schon auch so signalisiert, dass du gerne wieder mit ihm zusammen wärst? Ja, das weiß er. Das weiß er. Und er hat gesagt, wenn das Kind nicht wäre, dann wären wir auch immer noch zusammen. Könnte ja gut sein, dass der Bursche sehr geschickt auf 2 Klavieren spielt. Ja, das habe ich gemerkt. Und von allen Seiten sich so das rauspickt, was er ganz, ganz schön findet. Ja, das weiß ich ja. Und es sich dabei gut gehen lässt. Ja, das stimmt auch. Ja, aber das ist doch ein schlechter Charakterzug. Das weiß ich auch, aber ich habe bis jetzt noch keinen anderen Mann gefunden, der irgendwie ihm gleichwertig ist, sag ich mal. Ja, aber... du hast auch noch keinen anderen Mann gefunden, der dich so belogen und betrogen hat. Nee, das stimmt. Ja. Was ist denn das ganz Tolle an dem Typ? Er ist absolut nicht auf den Mund gefallen, richtig redegewandt, ja. Na gut. Er weiß, was er will, er hat Menschenkenntnis ohne Ende. Die nutzt er auch aus, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Der merkt ja, mit der Melanie, mit der kann man es machen. Ich bin fast sicher, Melanie, dass der das wittert und weiß. Und du bist in einer devoten Haltung. Das weiß ich auch. Und weißt du, dass über kurz oder lang alle devoten Menschen verachtet werden? Was? Genau von denen gegenüber, die Menschen devot sind. Immer. Man bekommt immer Respekt von oder man hat immer Respekt von Menschen, die eine Haltung haben. Ich habe das Buch
beruflich auch, ja. Also beruflich kann mir auch keiner was nachsagen. Mhm. Aber ja, privat bin ich, ich weiß nicht. Ja, ist oft so, dass Leute im Beruflichen ganz, ganz klar sind und im Privaten das komplette Gegenteil. Ich glaube, dass der das längst wittert. Und du stehst nicht gut da. Du stehst jetzt, wenn du es so objektiv beschreibst, nicht gut da, finde ich. Und für ihn mit Sicherheit auch nicht. Wenn du den zurückhaben willst, dann stelle Bedingungen. Und sag, pass mal auf, ich liebe dich. Es ist so, ich bin bekloppt, aber ich liebe dich. Ja. Aber dann will ich, dass du klare Verhältnisse schaffst und zu mir zurückkommst und dich zu mir bekennst und das andere beendest. Wenn du das nicht tust, das habe ich ihm ja schon gesagt. Dann, ich weiß aber nicht, wie lange ich ihm Zeit geben kann noch. Nicht mehr lange. Die Zeit ist ja schon längst überfällig. Ein paar Wochen. Maximal ein paar Wochen. Wenn er nicht zurückkommt, dann bist du weg. Und wenn es dir das Herz zerreißt, dann bist du weg. Willst du denn so alt werden? Als Zweitfrau quasi? Nein, das weiß ich nicht. Ich will das ja gar nicht. Dein ganzes Leben ist gelähmt im Moment dadurch. Du hast mir was erzählt, dass du ist mir völlig klar, dass du dich nicht in andere Männer verlieben kannst, weil du ja ganz jeck noch auf ihnen bist. Ich habe aber gedacht, dass ich das konnte. Glaube ich nicht. Ich glaube erst, wenn man diese alte Geschichte wirklich und radikal vom Tisch hat und abgeschnitten hat, dann kann man sich auf neue Dinge einlassen. Man kann es nicht, wenn man immer noch so ein bisschen und wir sind noch Freunde oder wir machen jenes oder dieses oder das geht alles nicht. Nein, nein. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie schwer es ist. Ich bin jetzt gerade sehr hart zu dir. Aber ich glaube, das muss man in solchen Fällen sein, um das mal richtig klar zu sagen. Mir ist schon bewusst, wie du leidest im Moment. Und wie ich habe das Kind auch schon zweimal gesehen, er hat es mit dir gehabt und ich finde es, ich freue mich, wenn es da ist, ja. Mhm. Ja, aber du freust dich, wenn es da ist, nur um ihm zu gefallen. Und nee, das glaube ich nicht. Ne? Ich freue mich wirklich, weil ich mir, wie gesagt, auch schon so lange ein Kind wünsche. Ja. Aber es ist nicht dein Kind. Es ist schön und sehr lobenswert, dass du das Kind magst. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich glaube, du verhältst dich einfach in vielen Dingen ihm zu gefallen, um ihm zu gefallen. Melanie, ich kann da nicht mehr zu sagen. Ich habe dir, glaube ich, jetzt ganz klar meine Meinung gesagt. Ja. Ich meine, das hat mir auch nicht jeder gesagt, aber wie kann man denn diese Gefühle abstellen? Ich weiß es nicht. Das ist nicht beantwortbar. Wenn ich das wüsste, wär ich ein sehr schlauer und weiser Mann, wenn ich das wüsste. Das weiß ich nicht. Und da gibt es sicher auch keine allgemeine Regelung. Das ist immer individuell. Ich weiß nur, dass man das ausschließlich mit Disziplin schafft. Weil alles andere ist an sich gehen lassen. Ich habe auch zu ihm gesagt, wenn er sich nicht vorstellen kann, mit mir nochmal zusammen, warum kommt er denn dann immer noch bald jeden Tag zu mir? Nur weil das Kind zu Hause schreit und er sich mit ihr nicht versteht, das ist... Ja, warum kommt er denn da noch? Was antwortet er dann? Ja, weil sie nervt ihn und das Kind schreit. Ach, guck mal, und da ist die Melanie. Die Melanie behandelt ihn wie einen Prinzen und verwöhnt ihn und dann kommt er natürlich gerne hin. Geht nicht so weiter, Melanie, finde ich. Mach's in deinem Sinne, mach dem Ganzen ein Ende. Setz ihm ein Ultimatum. Wenn er da nicht drauf reagiert, dann musst du gehen. So. Ja, gegangen bin ich ja schon, aber. Ja, aber dann musst du es auch konsequent machen. Er hat dann noch einen Wohnungsschlüssel von mir. Ja. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen, Melanie. Mhm. Viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit der Karin. Und Karin ist 54. Hallo Karin. Hallo Domian. Ja, hallo. Bist du erkältet? Nein, ich habe eine Stimmbänderoperation gehabt. Das klingt aber heftig. Ja. Ist das Thema, auf weswegen du anrufst? Nein. Ich rufe an, mein Sohn hat heute einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Wie alt ist dein Sohn? 36. Was ist passiert? Mein Sohn ist Straßen. Ja. Und er war im Schacht und er musste so einen Schacht ausmauen und dann ist ein LKW drüber gefahren. Oh weia. Und er saß in dem Schacht oder hat er gerade den Kopf? Nein, er saß in dem Schacht. Ja, und oben drüber fuhr ein LKW. Ja, und der Schacht war noch nicht so hart oder wie, ich weiß das nicht. Und dann ist der Schacht in sich zusammengebrochen. Ach du lieber Gott. Wie geht's ihm? Mein Sohn ist im Koma. Ich kann nicht zu ihm, weil mein Sohn wohnt in Heilbronn und ich wohne in Delmenhorst.
Ich weiß nicht, ob du die Entfernung ja, kennst. Das ist in der Nähe von Münster. Heilbronn? Nein, wo du, in Delmenhorst? Nein, Bremen. Ach, Bremen, das habe ich gerade gesagt. Bremen, Heilbronn, ja, das ist ja eine irre Entfernung. Ja, und ich krieg Hartz IV und ich kann mir das auch nicht so leisten. Und jetzt habe ich da schon ein paar Mal angerufen im Krankenhaus und die geben mir keine Auskunft, weil per Telefon dürfen sie keine Auskunft geben. Ich kann nur immer das sagen, was mir meine Schwiegertochter erzählt. Wie ist denn dein Verhältnis zu der Schwiegertochter? Ich habe ein super Verhältnis zu meiner Schwiegertochter. Aber die Schwiegertochter kriegt ja Informationen vom Krankenhaus. Die ist auch da, sicher. Bei ihm. Ja. Und was erzählt dir die Schwiegertochter? Meine Schwiegertochter hat gesagt, dass er operiert worden ist, dass die Milz entfernt worden ist, dass er einen Lungenriss hat und irgendwie die Rippen sind teilweise kaputt und dass es sehr schlecht aussieht. Ist es denn... Und in meinem Kopf ist irgendwas. Das heißt, die Situation ist lebensbedrohlich. Der Arzt hat gesagt, dass ich so nervös bin. Die Nacht wird schlimm. So, jetzt sitzt du in Bremen und bist, wer weiß, ja, und würdest am liebsten dich in Zug setzen und morgen früh in... Ja, ich war heute auch schon beim Arbeitsamt und hab gefragt, ob ich einen Vorschuss haben kann, dass ich mir eine Fahrkarte leisten kann. Und die machen das nicht. Jetzt geht aber meine Schwiegertochter morgen hin und schickt mir überweist mir ein Geld, dass ich runterkommen kann. Jetzt muss ich morgen dann auch zum Arbeitsamt gehen wahrscheinlich und fragen, ob ich überhaupt fahren darf. Ob du fahren darfst, auch wenn die Tochter das Geld bezahlt? Ja, weil als Arbeitsloser darfst du ja auch nicht einfach so wegfahren. Auch nicht in solchen Situationen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja, das muss morgen jetzt geregelt werden. Jetzt wollen wir erstmal gemeinsam hoffen, dass dein Sohn die Nacht übersteht. Ja, das hoffe ich. Ich bin ja auch ganz toll dafür. Das ja. Danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Ja, und ich hoffe so sehr, dass das morgen auch klappt, dass du würdest dann auch morgen fahren wollen. Noch, ja, ne? Ja. Dass du morgen Abend dann da wärst. Ja. Ja, das wünsche ich dir von Herzen, dass das klappt und dass du deinen Sohn sehen kannst. Auch wenn er im Koma liegt. Ich finde immer wichtig, dass Menschen um die Kranken herum sind, die sie mögen. Ja, die sind jetzt erst vor 6 Wochen ins neue Haus gezogen und alles. Jetzt machen wir mal. Du bist so traurig, Karin. Wir rufen dich gleich nochmal zurück, ja? Dann legst du auf und wir rufen gleich nochmal an, okay? Ja, danke. Okay, bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik.